Wenn du sagst, ja etwas, was über die Vernunft hinausgeht, und dann sind wir in einem Bereich, der nicht durch das, was wir in der Naturwissenschaft kennen, nämlich dass man alles in irgendeiner Form kategorisieren oder zählen können. Es geht darüber hinaus. Und da denke ich, wird eine KI ein Problem haben. Nein, also ich glaube, wir müssen uns einfach damit einen ganz einfachen Fakt vertraut machen, den ich finde, der relativ schnell deutlich macht, was da passiert. Nämlich, man kann ja tatsächlich alle Schachzüge, die jemals gespielt worden sind, die jemals in Büchern festgehalten worden sind, sozusagen festhalten, auswerten und. So, das ist ja wohl auch gemacht worden. Und jetzt ist das Phänomen einfach das, dass es Schachzüge gibt, die in diesen ganzen menschlichen Aufzeichnungen noch nie gemacht worden sind, die die KI aber auf einmal produziert. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, das ist spannend, was der Rudi angeregt hat, also nochmal über Kreativität selber nachzudenken und darüber nachzudenken, was das überhaupt bedeutet, Kreativität. Aber ich glaube, ein Großteil dessen, was wir unter Kreativität verstehen, ist auch die KI in der Lage zu leisten. Das Schöpferische geht ja vielleicht noch eine Idee weiter. Also weil da ist ja die Frage dann eigentlich auch, was ist Transzendenz? Was sozusagen, ne? Also da müssen wir nochmal intensiv reingehen, dann auch in diese Frage, was ist Religion, also diese ganzen anderen Fragen, die da sind. Hey, was ist alles impliziert rund um den Begriff Seele? Das reicht schon. Da würde ich mir fast vorstellen, dass künstliche Intelligenzen keine wirklich guten Antworten liefern können. Es hat es angesprochen. Also da kommen wir zu den philosophischen Fragen. Hat eine KI Seele? Und da komme ich zu dem, wo ich sage, die Einzigartigkeit des Menschen. Wir würden quasi die Einzigartigkeit dann verlieren. Es ist sehr spannend. Also ich habe wirklich nur grob Dinge rausgenommen. Da kommen nochmal die ethischen Fragen und alles drum und dran. Also das ist wirklich sehr tiefgründig drauf eingegangen. Wenn ihr mal das Skript liest, dann seht ihr, wie tiefgründig das ist. Ich bin erstaunt, muss ich sagen. Und zu dem Fragen, kann das Ding kreativ sein? Allein, dass es diese Antworten gegeben hat, finde ich schon sehr kreativ, muss ich ehrlich sagen. Also es hat schon ein gewisses logisches Denken ist ja Voraussetzung, sonst könnte man ja nicht diese Antworten rauskommen. Ja, das ist immer noch Teil des logischen Denkens. Ja, eben. Ist auch die Frage, was bedeutet, dass man Seele hat nicht Seele? Damit ist auch nicht definiert, was ist Seele überhaupt? Und da sind wir ja auch in dem Bereich drin, was dann die jeweiligen kirchliche Auslegung dann ist. Ich kann genauso sagen, ob Seele ja oder nein, wenn ich das negiere, wird sich, glaube ich, in Weltwahrnehmung auch nicht so viel ändern. Das ist auch eine Frage. Und auch Kreativität und Schöpfung, was wir angesprochen haben, auch da sehe ich, wie Michael schon gesagt hat, dieses Trend, da kommt was Religiöses rein. Und das ist nochmal ein ganz eigener Bereich, wo ich jetzt auch die KI wegnehmen würde, weil auch unsere eigenen Erfahrungen von den Dingen, über die wir da reden, die ja hinter den letzten Dingen ja gewissermaßen sind, da weiß ich auch nicht, was ich sagen sollte. Also ich bin ja kein unbedingt sehr religiöser Mensch, was nicht bedeutet, dass ich nicht sehr gut auskomme mit Menschen, die das zu ihrem Metier gemacht haben, die eine Berufung gesehen haben, dass sie in dem Bereich ihr Leben anderen anbieten. Das heißt das noch lange nicht. Aber das Wort Seele, das Wort Transzendenz und alles, was um Weltanschauung oder so herum ist, allein, dass es in unserem Wortschatz existiert, dass wir uns darüber unterhalten, bedeutet doch, dass es ein Teil von uns ist. Ein Teil außerhalb aller Rationalität. Und dass es doch so zu sein scheint, dass wir es benötigen, dass wir davon Gebrauch machen, dass wir uns darin hineinbegeben, weil es auch Effekte hat. Also wir negieren hilft nichts.
den Kommunisten, der das vollständig ignoriert oder so, den nehme ich nicht ernst, weil er einen Teil des Menschseins damit ausblendet. Also es ist etwas da, das uns ausmacht über diese ganze Rationalität, in der auch die KI angesiedelt ist. Und das sollten wir akzeptieren und sollten wir auch behalten. Vielleicht haben Wale oder Kraken oder sonst wie auch so irgendetwas. Wir wissen es nicht, wir haben uns auch nicht mit denen unterhalten. Wir können das nicht beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es woanders auch so etwas Ähnliches gibt. Und dass es Teil von dem Individuum ist und auch von der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Frage schon interessant ist aufzuwerfen, Rudi. Aber ich frage mich tatsächlich auch, und das ernsthaft, ob die KI uns nicht in die Lage versetzen wird, uns zum Beispiel mit Walen oder Delfinen zu unterhalten. Wenn es denn so ist, dass sie ein Bewusstsein haben, wie du das annimmst, dann werden wir, wenn wir die KI mit der Mustererkennung der Sprache dieser Lebewesen betrauen, wird die KI in der Lage sein, uns das zu übersetzen und beziehungsweise uns diesen Lebewesen zu übersetzen, also vis-à-vis auch im Zweifel. Das ist eine spannende Entwicklung, wo ich mir nicht im Klaren drüber bin, wie das ausgeht, also in keiner Weise. Es könnte aber sein, dass sie uns ignorieren und dass sie uns entfliehen versuchen, weil wir uns genau an das, was Bessard jetzt rausgefunden hat, beziehungsweise im Gespräch rauskristallisiert hat, weil wir uns nicht dran halten. Lass mal könnte den, sein, dass die Wale und der und Kraken sagen, tschüss, aber nicht mit euch. Ja, lass den Thomas mal. Ich stimme euch beiden zu, das wollte ich halt sagen. Sowohl den Überlegungen von Rudi als auch deinen. Ne? Und manchmal habe ich jetzt im Gespräch daran gedacht, dass eigentlich die großen Theologen und Philosophen des Mittelalters das alles schon durchdacht haben. Was wir jetzt hier ins Gespräch über die KI da einbringen. Ne? Und das könnte also von daher gesehen noch mal sehr, sehr, sehr viel spannender werden, dass wir auch Denker, die schon Jahrhunderte zurückgelegen, Meister Eckhart zum Beispiel oder Thomas von Aquin, in dieses Gespräch mit reinbringen, was wir da noch an Erkenntnissen neu gewinnen können. Auf jeden Fall wird KI eine Herausforderung für unser Denken sein, das unglaublich spannend und abenteuerlich sein wird. Und und wenn es nur darum geht, ein Gespräch für heute Abend so lebendig und spannend zu machen. Ja. Ja, und was Bessard vorgelegt hat in seinem Experiment, das fand ich also unheimlich spannend. Ja. Das sind auch Aussagen, die mir sofort eingegangen sind. Andere bin ich ein bisschen zurückhaltender in der Interpretation. Es ist eine Möglichkeit, auch menschliches Denken, Fühlen, Seele in ein neues Entwicklungsstadium zu führen. Ne? Und wir haben die Aufgabe damit, kreativ und verantwortungsbewusst umzugehen, um zukünftig auch zu schauen, auch menschliche Zukunft. Oder Zukunft ist gar nicht, sondern es geht um das Leben überhaupt. Das wäre dann der Transfer. Ich habe da gerade eine Idee. Das, was Bessard gemacht hat mit dieser Fragestellung, was haben wir dich noch nie gefragt und was sollten wir dich mal fragen, gäbe es auch die Möglichkeit, genau das, was du gesagt hast, wenn die großen Denker dieser Welt im Grunde genommen schon viel weiter waren, als wir es heute in unserem Kopf haben und die KI uns erst wieder näher bringen könnte, wenn wir denn wollten, wenn wir es annehmen, ja, dann wäre so ein Gespräch mit einer KI über Thomas von Aquin oder für wen auch immer auch so ein Gedankenexperiment. Dann könnte man gucken, wie weit ist dann diese Maschine, ist dann dieses trainierte System in der Lage, das auch zusammenzufitteln und welche Aspekte kommen da für uns bei raus? Weil es ist wieder diese Autorität, die nicht menschlich ist, die uns dann was erzählt. Es ist nicht irgend so ein Prediger auf zwei Beinen, der uns da was erzählen möchte, irgendein Guru oder sonst was, sondern es ist rein technische Angelegenheit, die uns einfach zack, zack, das ist das Wissen der Welt und jetzt nimmt es mal endlich an. Das Ding. Ich fände, Entschuldigung, das Ding.
Das Ding. Also ich fände diese Auseinandersetzung mit dem Ding wirklich, finde ich unheimlich spannend. Ich finde, wir haben also heute auch einen guten Step gemacht bei der Auseinandersetzung damit. Die Anregung von Thomas finde ich jetzt auch nochmal äußerst wichtig, eigentlich mal zu gucken, was ist denn bei den Denkern in der Vergangenheit von Meister Eckhart bis zu Thomas von Aquin und was ist denn da alles schon gedacht und gemacht worden? Vielleicht, Thomas, ich weiß ja nicht, ob es dich reizt, dazu auch irgendwie, ich sag's mal in Anführungszeichen, was zu machen. Ich glaube, das gehört einfach in unsere Diskussion mit rein, ja. Also wir haben ja tatsächlich eine aktuelle Diskussion, Rudi hat da vorhin unter einem anderen Aspekt schon mal drauf reflektiert, wo es darum geht, ob Daten Menschenrecht sind. Also die ständige Produktion von Daten, dieser Kollege Hepp hat da nochmal einen eigenen Begriff für geprägt, der aber nicht, für mich nicht so ganz treffend ist. Also ob dieses Menschenrecht nicht auch nochmal eine ganz interessante Frage im Zusammenhang von KI ist. Also andersrum. In China entscheidet im Zweifel wahrscheinlich jetzt schon eine KI, ob du eine Strafe bekommst, wenn du über Rot, Grün oder Gelb über die Ampel gehst. Yeah. Das ist ja ein Datum, was du selber produziert hast. Und hat überhaupt eine Maschine ein Recht, mit solchen Daten umzugehen? Oder entzieht sich sozusagen dieses Datum der Einflusssphäre dieser Maschine? Ja. Weil sie eben ein menschlich produziertes Datum ist. Also ich weiß nicht, ich denke, ihr kommt mit. Und vor allen Dingen, wenn es konsequenzlos ist. Der Mensch kann doch bei Rot über die Straße gehen, aber es ist kein Auto da. Es hat keine Konsequenzen, ob er bei Rot oder bei Grün übergegangen ist. Die Maschine entscheidet so aber nicht. Die sagt bloß, der ist bei Rot und der muss sanktioniert werden. Genau. Also das kann man eine KI drauf programmieren, dass sie auch sowas berücksichtigt. Dass da keine Autos zum Beispiel sind. Ja. Aber wer will das? Wer will denn das? Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Es geht ja um eine Konditionierung, ne? Von außen klingt, du wirst konditioniert. Ja. Da gibt es nicht die Idee eines freien Menschen oder sowas, ne? Sondern die wird ja negiert, absolut negiert. Da war jetzt letzte Woche bei der Sendung, gerade in Arte, eine Doku, 90 Minuten, wie das funktioniert, das Social-Kreditsystem. Das ist ungeheuer, was da abgeht. Ja. Und das sind alles KI-gesteuerte Systeme. Ja. Ich wollte nochmal wegkommen von diesem System jetzt, von dieser Diskussion, die du auch gesagt hast, mit den Denkern der Vergangenheit, sei es jetzt religiösen Denkern oder auch dann in der Aufklärung den Philosophen. Wir hatten jetzt auch, der Michael weiß das ja, diese große Familienschatz an Daten auch, und wo ich in Magdeburg war, haben wir kurz nachgefragt, nach so ein paar Fragen gestellt. Und da waren auch interessante Antworten dann dabei. Und es waren doch ein paar Dinge, wo man sagen kann, das hat jetzt nicht gestimmt. Wir konnten sofort erkennen, das hat nicht gestimmt aufgrund unseres Wissens über Familie. Und so ähnlich ist natürlich dann auch, wo man sagen kann, diese Fachkompetenz. Wenn ich jetzt, Michael, du hast ja sofort einen Thomas angesprochen bei katholischen, bei religiösen Fragestellungen. Das heißt aber, diese Fachkompetenz, ich finde ja unheimlich wichtig ist, die dann gewissermaßen nochmal kritisch draufschaut, das, was die KI wieder produziert. Dann, darauf geht es ja aber ein. Darauf geht die KI ins Gespräch ein. Also, dass man halt kritisch, also und hat, es wird auch betont, dass man halt genau guckt, was für Antworten es gibt und sind diese Antworten halt je nachdem auch beeinflusst. Auch zu dem, Thomas, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant. Diese in der Zukunft und Mensch an sich. Ja, und Technologie, dass das verschmelzt, Transhuman oder sowas in der Richtung hat das genannt, auch darauf ist die KI eingegangen. Was für Auswirkungen das auf den Menschen hat und das auch verschmelzt. Also auch darauf wurde bedacht bei den Antworten, die es gegeben hat. Also ich glaube, das Ding ist natürlich beeindruckend bessert. Die Frage für uns wird ja eben sozusagen sein, welche Rahmensetzung ist sinnvoll?
Das ist, glaube ich, das Ziel unserer Diskussion. Also wir können das natürlich dem Wilden Westen, also ich meine Bezos und Musk und Gates und denen überlassen. Nur das ist ja nicht das, was wir als europäische Tradition bezeichnen. So. Ich bin der festen Überzeugung, das hat auch das Ding ja selber gesagt, dass es sicherheitstechnische Bestimmungen geben werden muss, dass Entscheidungen jetzt schon getroffen werden sollten. Absolut der feste Überzeugung, dass es gemacht werden muss. Ich will mir nicht vorstellen, was so eine KI und dann jetzt auch mit den Supercomputern, was das in der Zukunft für Auswirkungen haben kann und hat. Und vor allem, was für Auswirkungen es hat, wenn man jetzt die Meinungsfreiheit, wenn man so ein Ding, den Auftrag gibt, mal Nachrichten über jemanden zu schaffen, die eventuell nicht wahr sind, hat. Also das muss definitiv reguliert werden. Also ansonsten ist es eine Waffe, gegen die du nicht ankommen kannst. Gerade medial und in den sozialen Medien kannst du einfach nicht drauf ankommen. Es ist ja jetzt schon erstaunlich, was für Videos das Ding erschaffen kann. Auch Stimmen, also welche Stimmen da rauskommen. Du denkst, das ist ja die Person. Wenn man da so ein leistungsstarkes Ding hat, welches dann halt Propaganda produziert, ohne jegliche Verantwortung oder Rechenschaft oder zur Rechenschaft gezogen werden kann oder wird, dann ist es eine Waffe, die einfach unheimlich ist. Und da sollte auch niemand das Recht haben, sowas zu besitzen. Es muss stark reguliert werden, meiner Meinung nach. Punkt. Okay, ich finde das ein schönes Schlusswort, Besard. Ich danke dir an dieser Stelle mal für den interessanten Abend. Ich beende jetzt mal die Aufzeichnung unserer Diskussion. Wer Interesse hat, kann uns weiterverfolgen auf Facebook und den üblichen Kanälen. Wir werden hier in YouTube unten weitere Verlinkungen einfügen zu weiteren Informationen. Also da draußen, schön, dass ihr dabei wart.